Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da, und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Mit dem Shining, der immer noch nicht weiß, wie er das da bekämpfen soll. Aber die größte Mühe dabei gibt. Ich habe die Taktik. Ah, ich kann durch ihn durchlaufen. Aua, wie soll ich denn dem ausweichen? Wir machen nicht den Schwierigkeitsgrad runter. Aber ich könnte mehr Heal-Items ehrlich gesagt gebrauchen. Wir gehen noch mal eben kurz Heal-Items farmen. Darunter halt diese Echsen, die überall rumrennen. Hat ja schon mal prima geklappt für den Anfang. Kann ich die überhaupt runterschießen? Ah, hier können wir auch noch eine Perle einsetzen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, da oben ist mehr Leben. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das machen. Okay. Den nicht. Das ist jetzt wieder so ein Shining-Rätsel, ne? Warte mal. So. Nee. Ah. Haben Sinn bekommen. Rätsel gelöst. Unter ihm bin doch zu was nütze. Das Rechte versuche ich jetzt wirklich runterzuschießen. Ich hab's versucht, okay? Könntest du mal bitte runterkommen? Ich brauche dein Fleisch. Komm, ich brauche Nahrungsmittel. Komm runter. Ich bin aber auch so ein Stück Abfall. So, Leute. Ich habe es für euch jetzt mal rausgelassen. Ich habe mir jetzt mal richtig viel hier geholt. Die Froschschenkel hier, die müsste ich eigentlich auch noch kochen. Ich habe jetzt den Rest mal noch nicht. Euch jetzt nicht gezeigt, da, weil ich habe jetzt 15 Minuten hier halt gefarmt. Ich bin extra in den Wald nochmal zurückgerannt dafür. Ich frage mich natürlich, wo ich die letzte Perle einsetzen kann. Aber das können wir ja ein andermal klären. Ich muss nochmal ganz kurz zurück und die letzten Froschschenkel hier braten. Die kann ich dann auch direkt verzehren, um mir volles Leben zu machen. Es ist wahrscheinlich auch ratsam, hier mit einem vollen Inventar einfach reinzugehen. Damit man sich durchgehend hochheilen kann, weil ich weiß nicht, wie ich dem Viech ausweichen soll. Und im Übrigen, die Echsen, die kann man runterschießen. Man muss nur gut zielen können. So, jetzt einmal daran vollheilen. So, Leute, wir haben jetzt richtig viele Heil-Items dabei. Ich könnte sogar noch mal zwei Frösche töten und dann hätte ich noch mal drei Froschschenkel. Aber ich denke mal, wir haben mehr als genügend Heil-Items jetzt. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann muss ich wirklich den Schwierigkeitsgrad runtersemmeln.
Weil unser Inventar besteht fast nur aus Heil-Items jetzt. Ich habe das Ding verfehlt. So, ich stehe bereit. Ah, okay, da muss ich springen. Bei der Kanone darf ich nur nicht im Weg stehen. Wenn er sich so runterzieht, dann will er schlagen. Ah, scheiße, da hätte ich jetzt springen müssen. Weg! Ah! Schnell den Froschschenkel. Warte mal, da kann ich auch direkt... Welcher ist gerade nicht in Nutzung? Der. So, jetzt habe ich alle Items ausgerüstet. Und einmal feste drauf. Oh, spring! Weg! Ich habe den Bosskampf endlich verstanden. Weg mit diesen Dingern erstmal. Ah! Ah, nein, ich hätte springen müssen. Die Kräuter, die kann ich jetzt einmal essen. Okay, ich kann dabei auch in ihm drin stehen. Und tschüss! Boah, ey. Ja, wir haben unseren ersten Boss besiegt. Na gut, fair war es natürlich nicht. Ich bin extra halt nochmal in den Wald gegangen und habe so viel gefarmt. Das ist schon nicht mehr feierlich. Da liegt aber was. Wartet. Ich wollte erstmal gucken. Du hast einen rätselhaften Golem-Kopf gefunden. Das muss die Sternschnuppe sein, die Alex sucht. Wo könnte der hergekommen sein? Das Beste ist wohl, ihn zu Alex zurückzubringen. Ja, aber erstmal hier gucken. Das sieht nämlich auch nach einem Rätsel aus. Da muss die Perle hin. So, ich habe die Perle eingesetzt. Irgendwas müsste sich jetzt getan haben. Naja, egal. Da hinten bräuchte man wohl auch noch eine Perle und die habe ich nicht. Die müsste ich auch erst suchen. Aber der Boss, der war auch heftig. Das will ich mir auf jeden Fall abspeichern. Für den Boss habe ich jetzt diesmal 5 Minuten ungefähr gebraucht. Ne, 3 Minuten. 2 Minuten habe ich da hinten gegammelt. Auf jeden Fall abspeichern. Der Boss war krass. Und das ist noch einer der leichten Bosse. Ich habe da noch nicht mal angegriffen. Warum flüchtest du? Darf ich jetzt nicht mal mehr da stehen? Auf jeden Fall bringen wir jetzt erstmal den Golem-Kopf zu unserem Kumpel draußen. Die mittlerweile eine Brücke gebaut haben. Ich hatte gesehen, als die rausgekommen sind, also als ich rausging, dass sie da an einem Holz rumgesägt haben. Tada, nicht schlecht für ein paar Kinder. Jetzt, wo wir die Brücke fertiggestellt haben, können wir endlich zurück nach Hause. Also komplett vergessen, warum wir überhaupt hier sind. Geld ist zurück. Hä? Was war das? Ist das nicht unsere Heimat? Heilige... Schiff, das war ein Raumschiff, oder? Das Leuchten war direkt über dem Dorf. Wir sollten sofort zurückrennen. Wartet auf mich. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Jetzt müssen wir erstmal zurück. Wartet, ich verschlinge das eine Kraut, das
Einfach nur, damit ein Inventarplatz frei ist. Wahrscheinlich wurden die jetzt alle von Außerirdischen entführt. Und nur wir Kinder blieben verschont, weil wir halt im Wald waren. Es ist auch kein Gegner mehr da, das finde ich gruselig. Aber diese Früchte sind noch da. Übrigens, wie ihr die gut farmen könnt. Einmal runterschießen. Und dann einfach die ganze Zeit mit der Steinschleuder rein. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber ihr kriegt safe diese Früchte. Daneben gesprungen, wie denn auch sonst. Na gut, wenigstens keine Probleme hier, ne? Sind auch hier unten in der Höhle die Monster jetzt weg? Also diese kriechenden? Ja, jetzt könnte man hier friedlich durchlaufen. Guck mal, jetzt ist hier nichts mehr. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das für später aufgehoben. Tja, später ist man immer schlauer, ne? Gell, sorry, dass wir vorhin so schnell abgehauen sind. Alex hat gesagt, wir sollten auf dich warten. Er hat alle anderen mitgenommen, um das Dorf auszukundschaften. Wir sollten auch zurück. Na los. Let's go. Ich glaube, hier ist echt keiner mehr. Dunkel und gruselig hier. Lass uns aufteilen, damit wir mehr absuchen können. Gute Idee. Also hier allein fehlt ja schon die eine Person. Ja komm, ein bisschen erkunden können wir ja noch. Ich habe nur mal kurz auf die Zeit geguckt. Aber hier ist, glaube ich, echt gar keiner mehr gerade. Nö, ist Geisterstadt. Ich denke mal, wir sollen auf jeden Fall zu unserem Haus. Das ist Kids hydrodynamischer Lieblingsfunwinder. Er würde nie ohne ihn abhauen. Das beweist es. Sie wurden alle gegen ihren Willen entführt. Auch das liebe Ohmchen. Sie haben selbst von den Kindern, die hier wohnen, keinen Halt gemacht. Alle weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überall wirklich rein muss oder einen bestimmten Raum finden muss. Jedenfalls egal, wo ich reingehe, niemand ist mehr da. Ist schon irgendwo gruselig. Da komme ich nicht hoch. Hat es einen Sinn, da hochzuschießen? Nö. Hier fehlt, glaube ich, was in dem Raum. Da ist nämlich eine Kiste. Wie macht man das? Irgendwas wird mir da noch einfallen.
damit hatte ich aber wirklich nicht gerechnet, dass so etwas vorkommt. Also. Na gut, wer soll auch das voraussehen? Selbst die Hühnchen sind weg. Kopf hoch, Ella. Alles wird gut. Alle werden zurückkommen, oder Gil? Ich enthalte mich mal besser. Selbst unser Kampfsportmeister. Ist nicht mehr da. Jeder, der im Dorf war, als diese Blitze erschienen sind, ist verschwunden. Ich denke, wir sollten uns glücklich schätzen, in den Wäldern gewesen zu sein, als es passierte ist. Oder sind wir die, die kein Glück hatten? Eine sehr gute Frage. Jetzt mal im Ernst. Muss ich jetzt wirklich einen bestimmten Raum finden? So, endlich konnte ich demonstrieren. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Bringt mir aber herzlich wenig. Ich denke mal, ich muss dieses Anführerkind finden. Es ist schwer zu glauben, aber es sieht wirklich so aus, als ob alle verschwunden sind. Es ist offensichtlich, dass sie von diesem Schiff entführt worden sind. Wir können nur spekulieren, für was, für einen ruchlosen Grund. Ich will nicht als empfindungslos rüberkommen, aber wir müssen uns den Fakten stellen. Wir sind jetzt die zwei Ältesten hier. Die anderen verlassen sich jetzt auf uns. Wir sollten alle zusammentrommeln, die Kinder bleiben die ganze Nacht draußen, wenn wir nicht für Ordnung sorgen. Wart noch kurz, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Ich speichere jetzt hier. Wir machen dann wirklich hier beim nächsten Mal weiter. Wir hatten heute einen anstrengenden Bosskampf. Und wir hatten miterleben müssen, wie unser Dorf entführt wurde. Also, ich denke mal, die Kinder haben es schwer genug. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zu Phönotopia. Tschüss.